Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Jurassic World. Wir sind hier in Montana anscheinend. Das weiß ich nur, weil die Charaktere in Klammern Montana da heißen. Und wir prügeln uns hier gerade durch das Level. Eigentlich wollte ich ja das Level fertig machen im ersten Part und überziehen, aber ich habe schon ein bisschen überzogen und das Levelende ist noch 0% in Aussicht. Also klar, wir haben das Geld schon zusammen, aber hier gibt es halt noch echt viel zu tun. Und da dachte ich, ja, machen wir erstmal nicht. Okay, wir haben den Sandburg zerstört, aber wir können keinen neu bauen. Was mache ich mit dir? Okay, das kann ich machen. Cool. Gut zu wissen. Hier ist wieder der Lenker schon mal. Also, dass wir eine Klinge haben, ist cool. Also, merken wir uns, es gibt Klingenzeug, was wichtig ist. Es gibt InGen-Angestellte, die wichtig sind. Und Strom und Gewehre. Dahinter ist, glaube ich, noch Geld gewesen. Das haben wir nicht geholt, oder? Nö, aber jetzt haben wir es. 50.000 brauchten wir, wir haben schon mal 6 mehr. Ich würde mal versuchen, hier reinzugehen, zu gucken, was hier einfach passiert. Weil wir müssen das Ding jetzt zusammenbauen, um damit hier die gebrochenen Steine aufzunehmen. Okay, wir haben kein Licht. Ich finde es gut, dass sie einfach nicht mitkommen. Okay, die kommen nicht mit, weil sie sich festgelaufen hat. Na super. Bonjour. So, das heißt, hier komme ich erstmal nicht hin. Was ich irgendwie ziemlich zum Kotzen finde, muss ich sagen. Ich wüsste doch gar nicht, wie ich da hinkomme. Egal. So, komm mal mit, Freund. Kann ich dir das geben? Und dir das geben? Ja, das funktioniert. Das ist perfekt. Würde ich sagen, bringen wir das hier erstmal hin. Hier. Ja, sieht viel sicherer aus. Es war echt schwer, das Gleichgewicht zu halten. Fantastisch. Jetzt sieht es genauso aus wie in der Anleitung. Man jagt den Radarstrahl in den Boden und der Knochen reflektiert das Bild. Das Programm ist unglaublich. Noch 2 Jahre. Wir brauchen nicht mal mehr zu fragen. Wo bleibt denn da der Spaß? Okay. Ja, das Ding ist ganz komisch. Fühle ich gar nicht, dass der ganze Boden wackelt. Ein 2-Meter-Truthahn. Hallo. Juhu. Okay, hier war ich drauf geachtet, was hier passiert. Der Wagen hat zurückgesessen, wir müssen es mit ihr da, glaube ich, ranspringen. Okay, das muss er machen, weil Gründe und so. Na, ja, wir kriegen ein Trampolin, verständlich. Okay, ich gehe nicht zum Helikopter hin. Weil ihm vertraue ich nicht. Hier geht es ja schon weiter. Okay, die Klingeln wir immer noch. Wir ignorieren sie nur. Moment, wir können erstmal das hier bauen. So, die Hälfte der Minikits. Also das ist cool, dass ich so viele Minikits schon bekomme. Also das mag ich halt wirklich gerne, einfach mal eine gute Menge Minikits zu haben. Und nicht alles sein erstes freien Spiel. Das kann ich wahrscheinlich nicht machen, ne? Dafür brauche ich den Jäger, dafür brauche ich den anderen Typen. Oh, ich glaube, es geht weiter. Wer sind sie eigentlich? John Hammett. Ich besitze eine Insel, eine Art biologisches Reservat. Spektakulär, ich habe keine Kosten gescheut. Unsere Attraktion wird die Kinder um den Verstand bringen. Wenn ich Sie dazu überreden könnte, den Park quasi abzusegnen, könnte ich meinen Terminplan einhalten. Was für ein Park ist das denn? Er fällt in Ihr Fachgebiet. Ich hätte da nicht reingehen sollen. Also Sie beide buddeln Dinosaurier aus? Naja. Wir versuchen es. Ah.
werden sich an Dr. Malcolm gewöhnen müssen. Er leidet an einem entsetzlichen Übermaß von Persönlichkeit, besonders für einen Mathematiker. Chaos, Chaos-Theoretiker, um genau zu sein. Ich hasse es, wenn ich irgendwo reingehe und dann das Level weitergeht. Okay, etwas hat überlebt. Achievement erhalten. Willkommen in Jurassic Park. Achievement erhalten. Freispiel freigeschaltet. Wir haben ein bisschen Geld bekommen. Isla Nubla, Jurassic Park. Wir sind wahre Überlebende. Wir kriegen 5 Minikits. Alan Grant in Montana. Ellie Sattler in Montana. Geoffrey Brown. Und Robert Muldoon. Muldoon. Praktikant in Ausgabenstelle freigeschaltet. Junge, freigeschaltet. Cool. Helfer, Jurassic Park. Gabelstapler. Natürlich alles freigeschaltet. Die Kehrmaschine haben wir. Das müsste es gewesen sein, ne? Jo. Wahre Überlebende. Level abgeschlossen. 275? Okay, mal die Geschichte fortsetzen mal. Ich glaube, das wird ein Overworld sein. Okay, man kann anscheinend die Jurassic Park Spiele auch noch mitspielen, oder wie? Da geht's in die Jurassic World. Aha. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen im Jurassic Park. Bei der Straße da drüben finden Sie ein Fahrzeug, das Sie zum Besucherzentrum bringt. Okay. Okay, um die Karte des Parks dann zu sehen. Gut. Das erinnert mich so ein bisschen an die Vulkan-Wüsten-Dschungelinsel aus Lego-Insel 2. Also nicht die Form von der Insel, aber so die Bäumchen, wie das dargestellt wurde. Hat mir sehr gut gefallen, die Insel. Okay, was bist du? Wahrscheinlich Kartenmarkierung oder sowas? Ich habe B gedrückt. Jetzt bin ich nochmal rausgegangen. Okay, das ist der Jurassic Park. Und das andere ist dann die Jurassic World. Okay, haben wir die jetzt neu bekommen? Ich glaube ja. Und mit irgendeinem Wasserfahrzeug können wir Sachen machen. Und das ist wieder vorbei. Hat hier jemand, der schießen kann? Ian Malcolm, Donald Gennaro, John Hammond. Okay, Alan Grant und willkommen in Jurassic World. Bitte steigen Sie in ein Fahrzeug, um zum Ferienkomplex zu gelangen. Prolog. Ich würde gerne nochmal die Geschichte wieder. Ich muss alles machen. Um Neues zu entdecken. Okay, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal wieder, weil ich würde gerne noch den anderen Teil in der Story mal erkunden. So, da sind wir wieder. Ich bin auf meines Level gerusht, hab trotzdem 20.000 fast gemacht. Genau, also ich habe halt so ein bisschen was an. Ein bisschen was an Geld eingesammelt, aber halt nicht alles gemacht wieder. Und man kriegt ja doch ganz gut Geld. Also ich glaube, hier so viel gibt's auch gar nichts zu tun, aber ich wollte es mir auch mal angucken in der Story auch, weil es mich halt interessiert, was man in der Story hätte machen können. Tja, jetzt kannst du ja nicht mehr hingehen, ne? Lass mich noch ein Minikit, dann kriegen wir noch eins. Also tatsächlich nicht so viel, was es hier gibt. Ein Minikit mehr. Am Anfang hätten wir, glaube ich, noch zwei bekommen. Eins wüsste ich am Anfang noch, aber ansonsten. Okay, hier ist noch ein zweites. Da haben wir immer noch keinen Bernstein. Also es fehlen jetzt noch insgesamt 5 Objekte und ich würde 2 noch sehen. Mehr leider nicht. Schade. Wir können mal hier reingucken. Aber doch, hier ist noch eins. Hierfür brauchen wir einen Jungen, ne? Okay, das heißt, hier sind 3 Objekte. Ach Moment, hier ist noch was.
Ach so, wahrscheinlich. Wahrscheinlich kann ich damit dann irgendwas ausgraben. Also da von dem Ding bekomme ich wahrscheinlich so eine Kernmaschine oder sowas. Und die kann ich dann. Oder da ist die Kernmaschine drin, dann kann ich damit irgendwas machen. Aber dann sehe ich hier trotzdem nur insgesamt drei Sachen. Damit geht es auch nicht weiter. Es gibt eine Sprungattacke. Ach, da oben ist schon, da ist ja auch noch was, da kommen wir auch noch nicht hin. Also da müssen wir wahrscheinlich dann noch was, eine Lampe haben oder sowas, damit wir durch die Dunkelheit gehen können. Und ja, dann haben wir vier Sachen, da fehlt noch der Bernstein. Ja gut, dann können wir das jetzt skippen, weil wir kennen das ja schon. Ja, Level abgeschlossen, nochmal ein Minikit mehr. Also ich finde es cool, dass man einfach sechs Minikits in der Story holen kann. Das ist sehr cool. Das wird, glaube ich, ein Velociraptor. Bernstein natürlich leider nicht. Wir haben nur noch kein neues Ding. Könnt ihr fortsetzen? Okay, wir sind auf Isla Nublar im Jurassic Park. Mhm. Wir können auf dem Wasser ein Bootsrennen machen, so wie ich das verstanden habe. Wir haben nur keine Ahnung wie. Ich weiß halt auch nicht, ob Jurassic World und Jurassic Park genau dasselbe sind. Nur, dass halt irgendwie der Jurassic Park halt wirklich die Tiere sind, Jurassic World halt eher so Erlebnispark mit Achterbahn und so ein Quatsch. Oder ob das halt wirklich auf die Filme aufgeteilt ist. Bitte steigen Sie in ein Fahrzeug, um zum Ferienkomplex zu gelangen. Okay, er kann das auf jeden Fall, das ist schon mal cool. Okay, gut, dass sie wieder getroffen hat. Ich hätte nicht erwartet, dass das geht. Okay, ich kann nicht schwimmen. Hm. So. Es wäre so ein bisschen schön, wenn das Spiel mir so wie sagen könnte, was sie alles tun kann. Ich meine, erkunden schön und gut, aber ist Jurassic Park jetzt? Vor allen Dingen, das ist ja für Kinder. Also ja, es zieht ja auf Kinder ab, das Spiel. Aber die kannten damals Jurassic Park wahrscheinlich nicht, weil es halt schon echt alter Film. Und was ist das? Ich habe keine Kamera. Das ist, ich kann das nicht tun. Was ist mit dir? Erstmal das Maul gehauen. So, das heißt, da haben wir wahrscheinlich was bekommen. Wir können es hier mit. Ich würde einfach sagen, wir fahren einfach hier lang. Okay, auf jeden Fall eine coolere Steuerung als vorher. Ich kann nämlich mit RT Gas geben und mit LT bremsen. Ich nehme mal so ein bisschen um, ob ich irgendwas Interessantes sehe. Ach, jetzt reicht's mir aber. Wer Ersatzteile braucht, sollte sich bitte aus dem Lager holen, nicht aus den Schalltafeln. Du hast eine Schaufel, ne? Das heißt, damit kannst du graben. Okay, wir müssen das sogar zusammenbauen. Cool. Da bräuchten wir diesen Opa hier, ne? Ja, John Hammond. Hoch, links, hoch. Ich mag das mit 3, dass man es echt schnell eintippen kann. Ja, ich fahre alleine vor. Oh, die kommen sogar zu sich. Also, eins wollen wir klarstellen, John. Ihre Investoren, die ich vertrete, sind zutiefst besorgt. Wenn die drei in 48 Stunden nicht überzeugt sind, bin ich's auch nicht. Dann mache ich ihren Laden dicht. Also das scheint die Story zu sein in Jurassic World. Die Spezies der Ferriformern ist seit der Kreidezeit ausgestorben. Dieses Blatt dürfte es doch gar nicht. Ich glaube, so ein Dino hatte ich auch mal. Ich bin nicht sicher. Ist ein Dinosaurier. Wir werden ein Vermögen in diesem Park verdienen. Wie schnell sind die? Nun, wir haben den T-Rex mit 52 km/h gestoppt. Ein T-Rex? Mhm. Sagten Sie, Sie haben einen T-Rex? Aha. Wiederholen Sie das. Wir haben einen T-Rex. Dr. Grant, liebe Dr. Sattler, willkommen.
Jurassic Park. Okay, das ist echt cool. Wie ist Ihnen das nur gelungen? Warten Sie es ab. Okay, ich kann auf jeden Fall spielen. Wer ist jetzt hier? Da ist der nächste Map-Punkt und ich mache es jetzt mit der Karte mit. Man kann ich einfach so machen. Okay, gut. Das ist nicht so schlimm. Was mit dir? Dafür brauche ich einen Dinosaurier? Okay. Ich habe noch keinen, der schießen kann. Das ist schade. Hier kann ich Sachen machen. Und dafür brauche ich aber. Ne? Ne? Alan Grant. Was grabe ich hier aus? Ich hoffe nicht einfach nur ein bisschen Geld. Ein Apfel. Okay, dafür brauchen wir einen Spurenleser. Ist auf meiner Karte vermerkt nur. Das heißt, ich muss wahrscheinlich zur nächsten Station fahren. Ich kann hier einfach hinlaufen und mir die angucken oder wie. Das ist hier so nicht. Das ist in Ordnung. Okay. Warum stehst du einfach so creepy neben mir? Was mache ich hier? Also ich trinke ins Wasser schlecht. Da trinken wir wahrscheinlich wieder. Wir wollen jetzt wahrscheinlich mit den Autos weiterfahren. Aber ich will mich irgendwo, was halt irgendwas gibt. Das sieht interessant aus. Okay, ist aber nur eine Pflanze. Da oben gibt es noch irgendwas. Also irgendwann da oben wird es auch eine ganze Menge an goldenen Steinen geben. Aber nichts, was ich jetzt gerade tun kann. Wir noch da mitfahren? Oh ja, machst du tatsächlich. Cool. Okay, dann haben wir das gemacht. Hier gibt es so eine Map-Station. Okay, das ist die Map-Station, ne? Also hier sehe ich in der Umgebung nichts. Und wenn ich das benutze, sehe ich in der Umgebung ein bisschen mehr. Okay. Aber das gab es vorher, glaube ich, auch nicht, ne? Okay, ich hätte ja wieder eine Taste drücken können. Wo ist denn das? War das Foto-Ding? Müsst ihr hier sein. Aber es ist ja auch nicht. Vielleicht muss ich dafür irgendwas erst zerstören oder so. Egal, kriegen wir schon wieder hin. Hier kommt schon irgendwie hinterher, Freunde. Okay, ich muss also als erstes werde ich die Overworld erkunden und diese Map-Dinger angucken. Macht uns hier auch Sinn. Bringt alles nichts. Diese Tore bewegen sich nicht, bis jemand die ganzen Rädchen und so einsetzt. Mir soll's recht sein. Okay. Der Park ist anscheinend, also die haben schon alles fertig geklont und sowas, aber die haben noch nicht das Ding aufgebaut. Macht natürlich Sinn. Das heißt, hier dürfen wir mit der Dame lang. Die kann ja hochspringen. Ah, was haben wir hier? Auch nochmal hochspringen. Okay, du kannst tatsächlich weiter sogar springen. Okay. Da oben sind aber auch irgendwie nicht so viel, also ist nicht so viel Geld. Ich weiß nicht, warum ich da überhaupt hinspringen sollte. Ist hier nicht mal was? Doch, eine Sache ist hier. Okay, ich baue es auch auf. Ich habe es nur einfach gerade losgelassen. Das finde ich bei Lego immer komisch, dass das halt immer so weit, dass man so weit wegbauen kann. Warum? Okay, nur was zerstören? Ja, sein Gesicht zum Beispiel, aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte einfach ein bisschen Sachen zerprügeln. Nur dann hier hoch. Nicht einfach runterfallen, okay. Ist wieder so mit der Kante ein bisschen schwierig manchmal, dass einfach die Lego-Figur dann nicht hochrutschen, gleiten will, sondern einfach runterfällt. Dann bauen wir das Ding hier auf, dann dürfte das Tor aufgehen. 10.000 Volt, eine ganze Menge, glaube ich. Okay, mal, Moment. Okay, ich mal hingehen können? Ja, klar. Ich will dann einen Charakter haben. Und dann mit dir hier fahren. So, kommt mit, Freunde. Das nächste Ding ist hier vorne, wo wir sowieso hin sollen. Ja, ich kann einfach so machen. Ja, meine Güte. Das merke ich mir auch nie. Kann ich mit dir hier was machen schon? Oh ja, hier kann ich mir einfach Fahrzeuge holen, okay. Das ist einfach nur eine normale Fahrzeugstation wie in Lego Batman 2, glaube ich.
Wer war es denn in anderen auch? Bin ich sicher. Oh, was bist du denn cooles? Bonjour. Okay, hier gibt's eine ganze Menge Zeug. Hier gibt's neue Sachen oder was? Bauarbeiter? Ausrufezeichen? Leute in Not? Ein roter Stein ist hier? Ah ja, ich dachte gerade, es geht wieder von selbst weg, aber nein, natürlich nicht. Okay, da können wir gleich einsteigen, ist ja echt cool. Davon gibt es einen goldenen Stein. Kann ich da einfach hängen? Also kann ich einfach raufhopsen? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Okay, hier könnten wir mit einer... Haben wir dich? Nee. Also wir kriegen wieder eine Liane, eine Pflege, ein Seil oder was auch immer. Dann können wir das ranziehen, dann passiert wahrscheinlich was Lustiges, wie wir rüber können. Wir sollen da gleich hier reingehen, aber ich würde sagen, das machen wir erst beim nächsten Mal. Ich habe es gefunden, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.